Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den 30-Fragen-Tag, denn ich wurde von The Fripfi getaggt. Der Link ist in der Beschreibung. Und ich möchte jetzt auch nicht noch viel drum herum reden. Ich möchte gleich anfangen mit der ersten Frage. Und zwar Laptop oder Computer? Ich hatte eigentlich den größten Teil meines Lebens immer nur einen Computer. Ich habe jetzt, keine Ahnung, seit nicht mal ein Jahr oder so einen Laptop. Ein halbes Jahr, wenn überhaupt. Habe ich erst einen Laptop und Computer finde ich halt viel besser, hat man viel mehr Leistung, kann viel mehr machen. Ist halt nur der einzige Vorteil am Laptop, den ich sehe, ist halt, dass man mobil ist damit. Deswegen, Computer hat viel mehr Vorteile, meiner Meinung nach. Gut, zweite Frage, McDonald's oder Burger King? Ich finde McDonald's besser, ich weiß nicht, also irgendwie hat es mir damals immer besser geschmeckt. Jetzt gehe ich so gut wie nie dahin, also ich bin mega selten nur noch da. Dritte Frage, Deo-Roller oder Deo-Spray? Ich benutze, wenn dann, immer nur Deo-Spray. Also, keine Ahnung, Roller, weiß ich nicht. Habe ich noch nie benutzt und ich glaube, ich werde es auch nicht unbedingt tun. So, Äpfel oder Erdbeeren? Ich finde Erdbeeren besser. Keine Ahnung, also ich finde irgendwie, die schmecken besser, so ein bisschen süßlicher. Katzen oder Hunde? Hunde, auf jeden Fall. Ich finde Hunde irgendwie süßer und so. Wenn man denen noch so ein bisschen was beibringt, zu Pfötchen geben und so. Ich finde das viel süßer. Blond oder braun? Puh, ja, kommt halt immer drauf an. Muss halt immer zum Typ passen. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Herzhaftes Essen. Also bei mir ist jetzt immer so, ich brauche Fleisch. Sowas, also vegetarisch oder vegan, könnte ich mir bei mir zumindest in den nächsten Jahren überhaupt nicht vorstellen, weil ich bin total auf Fleisch. Lego oder Playmobil? Auf jeden Fall Lego. Also meine ganze Kindheit hatte ich Lego und deswegen, ja, Lego. Ich hatte nie Playmobil. Nike oder Adidas? Weiß ich nicht. Eigentlich so beides. Weiß ich nicht. iPhone oder Samsung Galaxy? Ich habe einen Samsung Galaxy, aber ich weiß nicht, also iPhone finde ich auch cool, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir als nächstes holen werde, ob es wieder ein Samsung sein wird oder ein iPhone. Deswegen kann ich mich da auch noch nicht so ganz entscheiden, das weiß ich nicht. Party oder chillen? Ich bin jetzt nicht so krass der Party-Typ, deswegen chill ich einfach lieber. Also ja, deswegen nehme ich jetzt einfach chillen, weil ich einfach nicht so der krasse Party-Typ bin. Also mal ist es echt cool, aber ich muss das jetzt nicht so andauernd Party, nicht so jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende weggehen. Das brauche ich nicht so. Subway oder KFC, dazu kann ich nichts sagen. Ich war bei beiden noch nie. Das gibt's in unserer Stadt nicht, leider. Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Cola oder Fanta? Cola. Horror- oder Liebesfilme? Ich bin von beiden jetzt nicht wirklich so der große Fan. Ich bin mehr so der Action-Typ, deswegen, ja, keine Ahnung, die goldene Mitte, sage ich jetzt mal. Nintendo oder PlayStation? Ja gut, ich zock eigentlich keine Konsole, außer Xbox ganz selten, aber da auch nur GTA 5. Deswegen, ja, ich zock halt nur Computer, also am Computer, wenn dann. Canon oder Nikon? Selbst habe ich keine Kamera von denen, aber von der Canon habe ich auf jeden Fall schon so viel Besseres gehört und so. Deswegen, wenn ich so etwas sagen müsste, selbst kann ich nichts beurteilen, weil ich sowas nie hatte. Deswegen von dem, was ich gehört habe, Canon. Kino oder DVDs? Also Kino finde ich auf jeden Fall viel geiler, diese Atmosphäre da und so. Ich finde das richtig geil im Kino. Ich gehe auch richtig gerne ins Kino mit Freunden und so. Weihnachten oder Geburtstag? Ich finde Geburtstag besser. Weil, keine Ahnung, also das ist irgendwie persönlicher. Weihnachten ist so, hat irgendwie jetzt mit mir nicht so wirklich was zu tun. Also das weiß ich nicht. Oder überhaupt so mit der Familie. Es hat halt eigentlich nichts Privates oder Persönliches. Deswegen lieber Geburtstag. Zocken oder Skaten? Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich Longboard fahren würde oder zocken würde, würde ich das Longboard nehmen, also eher skaten. Nacht oder Tag? Tag. Vor allem im Sommer, wenn die Sonne schon scheint, Tag. Beziehung oder Single? Ich sag mal so, es hat beides wirklich sehr gute Vorteile. Ja, aber trotzdem eigentlich mehr Beziehung. Disney oder
Looney Tunes? Was ist Looney Tunes? Ja, habe ich noch nie gehört, also eher Disney. Apple oder Microsoft? Ich hatte noch nie irgendwie jetzt ein iMac oder sonst was. Oder MacBook oder so, deswegen Microsoft. Baden oder duschen? Da ich nie baden gehe, duschen. Batman oder Spider-Man? Batman finde ich viel cooler, weil der halt wirklich alles selbst macht und die anderen, die haben halt alle so Kräfte, die denen helfen und so. Also ich finde Batman besser. Habe ich auch, glaube ich, jeden Film auf Blu-ray oder so. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Ich war auch bei beiden noch nie, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Starbucks, da ist ja immer so Kaffee und so und da ich eh keinen Kaffee trinke, ich mag Kaffee nicht. Ja, aber ich kann es nicht beurteilen, ich weiß ja nicht, was bei Starbucks sonst noch so gibt, ich war bei beiden noch nie. Gestylte Haare oder Mütze? Gestylte Haare, also ich weiß nicht, ich mag Mützen überhaupt nicht. Auch nicht im Winter oder sonst was, ich trage nie eine Mütze. Manga oder Comics? Ich lese nichts, also wirklich nichts. Ich habe mir vorgenommen, mal vielleicht zu Anfang ein paar Bücher zu lesen, aber habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ja gut, YouTube oder Fernsehen? Ja, auf jeden Fall YouTube. Da hat man halt immer die Wahl, wann man was gucken will und man hat nicht so extrem lange Werbung, nicht irgendwie so 10, 15 Minuten Werbung zwischen, also immer zwischendrin. Ja, ich würde jetzt sagen zwischen jeder Folge, aber ist ja, bei Fernsehen ist das ja immer mittendrin und nicht nur nach jeder Folge. Gut, dafür sind da immer, also geht das da mal länger als auf YouTube oder meistens, aber egal. Gut, das waren die 30 Fragen. Jetzt muss ich mal gucken, wen tag ich denn? Ich tagge, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht, ob die den schon gemacht haben. Ich tagge jetzt einfach mal da Tom LPs, DJ Domme und, wen soll ich noch taggen? Ne, ich glaube, das war's. Ich bin immer so drauf, dass man drei taggen muss, aber das ist ja gar nicht so. Ja gut, ich tagge da Tom LPs und DJ Domme, also danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.